All of Meat. Mann über Bord, das hört sich doch gut an. Bälle durch das kaputte Dach. Bälle durch das kaputte Dach bricht dir 5 Knochen. Okay. Das ist das auf jeden Fall. Achso, ne. Ich bin doof. Auf jeden Fall, hier habe ich damit Probleme mit gehabt. Ja, ich weiß. Weil das hier... Man sieht ja schon, dass das hier mit dem Anlauf dezent scheiße ist. Weil erstens die Streben hier sind. Und zweitens muss man dann auch noch das Loch treffen. Oh. Und dann halt noch 5 Knochen brechen. Das kommt auch noch dazu. Natürlich macht er den gerockt. Ich dachte, ich könnte das noch danach irgendwie machen. Okay, wir müssen mal warten, bis das gespeichert hat. Wie kommt man denn hier hoch, bitte? Gar nicht, ne? Aber man muss das über das machen. Nee, hier wäre man nicht hochgekommen. Dann ist ja gut. Okay, abgeschlossene... was war das? Hall of Meat. Mann über Bord. Killen. Oder wir müssen das echt so machen, dass wir schon, bevor wir durch das Loch kommen, dass wir uns dann schon die 5 Knochen brechen. Das ist ja doof. Ich darf mich nicht zum Spread Eagle machen. Ja, das war voll schön, ja. Ja, genau. Das ist halt auch dieses Doofe, dass da... Nicht das Normale, sondern das da drunter nochmal ein Loch ist. Und man muss halt genau da reinspringen. Halt. Ich glaube, wir müssen das schon irgendwie vorher hinkriegen. Das heißt, wir müssen irgendwie... Achso, das Geräusch kommt immer, wenn wir schon einen Knochen uns brechen. Das heißt, wir müssen... So, also vor dem Flug uns schon... Also vor dem Flug. Am besten irgendwo gegen die Wand fahren oder so. Oder irgendwie das Loch mitnehmen und hochgeschleudert werden. Das kann ich nicht. Nee, dit funktioniert nicht.
Nein. Ja, das war aber... Ja gut, vielleicht funktioniert das doch so. Also ich weiß, das habe ich eben gesehen, dass das Dach nur eine gewisse Zeit lang aktiv ist. Also dass das mit dem Loch... Oh, mit dem Loch nicht bis zum Ende des Sturzes hält, sondern irgendwann ist das wieder da. Muss das alles relativ schnell hintereinander passieren. Dann hätte ich auf jeden Fall noch ein bisschen nachhelfen müssen. Uah. Halt noch irgendwie Shep landen am Ende. Irgendwie so auf der Seite, glaube ich. Ja, auf der Seite ist, glaube ich, am besten. Ist ja nur die Frage, ob ich das dann in dem Moment auch richtig hinkriege, dass ich da auf der Seite bin. Kriegt das ja noch nicht mehr hin, durch das Loch zu fliehen. Ja, wie man merkt, die Aufgaben werden auf jeden Fall zum Ende des Spiels war doch wundervoll. Zum Ende des Spiels auf jeden Fall schwieriger. Jedenfalls die Sachen zum Killen. Wenn ich so auf die Treppe gefallen wäre, hätte ich mir auf jeden Fall einiges gebrochen. Oh. Ach, scheiße. Ah, das ist nicht gut. Ja, siehst du, da ist das wieder da mit dem Dach. Also da muss es direkt sitzen. Also wenn wir auf dem Boden aufkommen, müssen wir direkt die 5 gebrochenen Knochen haben. Also mit rumspringen ist da nicht mehr. Das hin. Wo willst du hin? Wir kriegen das heute noch hin. Oh, das sieht gut aus. Nicht dagegen. Ah, das ist blöd. Ich muss wirklich durch das Loch durchfliegen. Weil der Sturz sonst abgeschwächt wird und ich mir die Knochen nur anknacke oder verstauche oder was das weiß auch immer bedeutet. Also es gibt ja einmal die roten Knochen und es gibt die weißen Knochen. Hä? Warum? Sagt er jetzt nichts gegen, ist okay, dass wir das gekillt haben. Gut.
Ja, es gibt halt einmal die weißen Knochen und die roten Knochen. Ich weiß jetzt nicht genau, wofür, was, was. Also, rot ist auf jeden Fall gebrochen. Weiß angeknackst. Vielleicht staucht. I don't know. So, machen wir jetzt das Filmding. Dann habe ich da das Tranny gesehen. Ich mache dann erst das Tranny und dann das Street, weil Tranny mag ich nicht so. Blech gehabt. Was müssen wir dafür killen? Tuck Knee in das Blech. Nose Manual. Auf den Platten. Tailslide auf der Barriere. Tuck Knee. Müssen wir erstmal gucken, wie das geht. Okay. Wie das geht. Jetzt wollen wir mal deine Quickflick-Fähigkeiten testen. Du siehst dann schon, was ich meine. Okay, Kamera läuft. Jetzt müssen wir erstmal Tuck Knee. Tuck Knee. Hört sich nach einem Grab an, ne? Oder nach einem... Ach, genau, nach einem Nieser. One Foot. Ich weiß, ich habe das schon mal gemacht. Dog Piss. Den habe ich auch noch nie gemacht. Ist ja lustig. Da, Tuck Knee. Doch ein Grab. Ach, der. L2 und nach rechts. Alles klar. Manual oder Grind? Achso. Nose Manual war das, glaube ich, auf den Platten. Und was für ein Grind? Ich finde das so doof, dass man nicht direkt wählen kann, yo, ich will killen. Tailslide. Oh, das wird schwierig. Das wird schwierig. Nose Manual auf den Platten. Tuck Knee in das Blech. Was für ein Blech. Ja, ich hab das nicht gesehen. Okay. Weiter so, weiter so. Nose Manual. Ich werde das sowieso beim letzten Trick verkacken, wie sagt ihr euch jetzt schon. Tailslide. Ich denke, es ist egal, ob wir rückwärts oder vorwärts machen. Da hochkommen. Ich habe Angst, dass ich zu weit springe und dann irgendwie einen Kack drück mal. Soll das? Oh, geil! Uiuiuiui. Uiuiui. Und haben wir Glück, ne? Ja, den letzten Trick sehen wir natürlich nicht. Nice. Nice, 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 nice. Dann sind wir direkt schon hier. Ich wollte ja erst Tranny machen, ne?